Ist er denn auch da? Sieht man nicht. Okay. Ah, okay. Ein Event. Ein Event mit Jennifer. Hallo. Ja, das ist sie. Den Kappa, den habe ich schon getroffen. Keine Namen, okay. Will den Kappa-See nennen. Ringelhaftes, mystisches, würde von mystisches natürlich. Isabella, okay. Das ist mystisch, Isabella. Nein, finde ich nicht. Nicht wirklich. Tschüss. Er nennt den einen See Isabella. So. Also Melkmaschine. Aber dann muss der Schrittzähler wieder zu Hause bleiben. Wenn wir die dann immer bei uns tragen. Das wird nichts mit dem Schrittzähler. Ah, und Kupfer wollte ich doch auch mitnehmen. Damit der was verbessern kann. So, wir wollen eine Melkmaschine, bitte. So, jetzt melken wir unsere Kuh. Aber da hat es jetzt irgendwie keinen Unterschied gemacht. Bei den Eiern. Ob das jetzt ein großes Ei war oder ein kleines. Es kam immer dieses gleiche Heißquellenei heraus. So, 653 Schritte haben wir gemacht. Der Wahnsinn. Milchmaschine. Jetzt haben wir eine ganz kleine Milch bekommen. Eine ganz kleine Milch. Ich hoffe, sie bringt uns viel Geld. So. Und jetzt, ich glaube, dann mache ich das Feld noch ein bisschen sauber. Ah, nee, Moment. Ein Werkzeug wollten wir doch noch. Wenn das geht. Ja, 1000 Gold kostet das, glaube ich, oder? Dann nehmen wir doch mal einen Kupfer mit. Oder 9. Besser als gar keine Milch. Ja, ist so. Besser als gar keine Milch. Und später kannst du dann Käse draus machen. Ich glaube, ja. Ich glaube, es gibt noch eine Käsemaschine später. So, schauen wir mal, ob wir was verbessern können. Hätte. Die Axt brauche ich jetzt. Dann vielleicht den Hammer. Ja. Machen wir. Komm wieder, genau. Und wann soll ich wiederkommen? Wann kann ich meinen Hammer holen?
Weiß ich nicht, okay. Müssen wir warten, bis der Hammer fertig ist? Und dann können wir ihn wieder abholen. Wo sind meine zwei Gießhilfe hier? Ihr bekommt doch noch was. Machen wir mal das Feld sauber. Gut, wir können zumindest. Wer hat dieses Feld so verkommen lassen, wirklich? Entweder unser Opa ist schon sehr lange tot, oder das war kein sehr guter Farmer. Oh, hier unten wächst auch Gras. Warum wächst hier Gras? Das habe ich doch gar nicht gepflanzt. Cool, aber dann kann ich ja die Kuh mal rauslassen. Dann hat die auf jeden Fall... Oh, da wächst sogar echt viel Gras. Hat die auf jeden Fall genug zu essen. Das sieht noch besser aus als mein Garten am Haus, okay. Dann musst du da auch mal ein bisschen dran arbeiten. Habe ich gerade noch voll den Urwald, ja. Das ist halt so, mit großem Garten und Zeug muss man sich halt kümmern. Darf man nicht unterschätzen, wie viel Arbeit das ist. Also, morgen lassen wir die Kuh raus. Sobald ich den Schlüssel habe, ja. Wann kriegst du den Schlüssel? Weißt du das schon? Das heißt, das hat davor auch jemand verkommen lassen, vermutlich. So. Den hätte ich noch gern so. Und dann, also gut. Und dann gehen wir ins Bett. So, immerhin schon ein bisschen ordentlicher hier, würde ich sagen. Die stören mich jetzt. Und wir haben ein bisschen Bauholz bekommen, das ist ja auch nie schlecht. Also Geld ist nun überwiesen. Jetzt brauche ich nur die Zusage, dass die das Geld bekommen haben. Dann findet nächste Woche die Übergabe statt. Perfekt. Und dann bist du offiziell Hausbesitzer. Das ist cool. Das ist wirklich cool. So. Yep. Das freut mich für dich. So, heute haben wir auch nicht so viel Geld verdient, obwohl wir so fleißig geangelt haben. So, jetzt müssen wir nachher schauen, ob unser Hammer schon fertig ist. Danke, bitte, bitte. Wird auch genug gekostet haben, vermutlich. So, also, du darfst heute nach draußen. Ja. Freust du dich? Brauche ich dich gar nicht füttern. Nur die Glocke läuft. Ich will gerade, kommt sie, aber da kommt sie schon. Da ist sie schon. Ernte noch nichts fertig, aber ihr könnt wieder euer Essen haben. Esst ihr das oder macht ihr was anderes damit? Ich weiß nicht. Wie riesig diese Eier sind. Wirklich.
Es sind nur drei. Warum sind das nur drei Eier? Geht's irgendwie eben nicht gut? Ach da, okay. Ich hätte das nur verdeckt. Ich dachte gerade, es ist eins krank. Das wäre ja nicht so gut. So. Und dann die Eier werfe ich wieder in die heiße Quelle. Schon etwas, aber war ein zu gutes Angebot. Von daher musste ich es einfach nehmen. Ja. Dann ist das ja gut. Wenn das dein Haus ist, dann... Und noch ein gutes Angebot. Dann musst du das auch annehmen, finde ich auch. Hallo, was ist hier los? Mir ist langweilig. Ich liebe dich. Und du merkst es nicht. Ah. Hier sind auch welche, die habe ich gerade total übersehen. Dann schauen wir mal nach unserem Hammer, ob der fertig ist. Irgendwann brauchen wir auch noch ganz viel Bauholz. Ist mein Hammer fertig? Kupferhammer. Yeah. Dann kann ich schon was Neues machen, oder? Hübsch sieht der aus. Hätte ich dran gedacht, hätte ich gleich ein Kupfererz mitgenommen. Aber ich habe natürlich nicht dran gedacht. Ich könnte die auch in der Tasche lassen, weil ich habe ja jetzt eine große Tasche. Was wollte ich? Kupfer jetzt. Mitnehmen. Wenn ich das irgendwie... Moment, das wollte ich nicht. Kann ich die... Ja. Umplatzieren. So. Irgendwie ordentlicher dann. So, was machen wir als nächstes? Die Hacke vielleicht? Und Gießkanne. Wenn die zwei gerade für mich gießen, kann ich mir das leisten, dass ich mal kurz die Gießkanne hier lasse, glaube ich. Billige Gießkanne. Ist nur morgen Sonntag. Jetzt hoffe ich, dass ich es abholen kann. So, nochmal Balkon. Dann viel Spaß auf dem Balkon. Juhu, wo gehst du hin? Ja, ja. Unterhalten. Deshalb hast du auch so ein rotes Gesicht, weil du dich immer mit den Leuten unterhältst. Kein Event.
Events gibt's wieder bei Ellie und dem Doktor bestimmt. Im Laden hatten wir auch noch nie ein Event, oder? Und Karen. Frühling, kann ich echt Sachen, Sommersachen nur im Sommer kaufen, wie es aussieht. Oh, kein Event. Kein Event, was ist los bei euch? Ich vergesse immer, Cliff. Der wird echt vernachlässigt von mir, weil ich immer vergesse, dass der ja alleine in der Kirche sitzt. Kein Freund. Mit dir auch kein Freund. Oh, Kürbis könnte mir helfen, okay. Aber eigentlich brauche ich gerade niemanden, außer gießen. Könnt alle gießen, wenn ihr wollt. Das geht schnell. Das ging früher echt langsam voran. So nett ist der auch nicht. Wer? Cliff? Ich glaube, Cliff ist nur schüchtern. Ich mag Cliff. Okay, und der würde auch kommen. Hat das Ding. Ich könnte ihn jetzt auch Tiere versorgen lassen, aber manchmal nehmen die mir dann die Eier weg und dann kann ich die nicht mehr kochen. Dann kommt halt zum Gießen. Jetzt habe ich 4 Wichtel, die bei mir gießen. Okay. Ja, mit meiner rede ich nicht. Labert mir zu viel. Das war das falsche Werkzeug. Ja. Könnt ihr noch mal angeln? Wenn ich sowieso schon hier bin. Pack die Vorratkiste schön voll. Ja, ich versuche. Wer fährt denn hier Boot? Ich brauche bestimmt auch eine bessere Angel, um dann große Fische zu angeln. Ein Ast hat angebissen. Japanischer Sandfisch. Das heißt, Harvest Moon spielt in Japan für mich. Sardine. Eine Sardine hatten wir auch noch nicht. Nur Heringe und Sandfische. Und eine Dose, die hatten wir schon. Na. Ah.
Nur kleine Fische heute. Wieder da. Willkommen zurück. Nur kleine Fische heute. Kleine Fische und Müll. Aber besser als keine Fische. Besser als Äste immerhin. Danke, bitte, bitte. Ab wann ist es denn ein großer Fisch? Ab 25 cm? Oder ein mittlerer Fisch zumindest? Die oh, wir angeln wieder bis 22 Uhr, dann machen wir uns auf einen Weg. Eine noch? Tja. 10 cm, das war ein kleiner Fisch. Nur 10 cm, okay. Mini-Fisch. Ach, Rick, wo warst du? Ich trinke nicht, ich weiß es genau. So. Müll. Und die kann ich noch hacken kurz. Gut, dass ich den einen noch zerhackt habe. So. Jetzt aber ab ins Bett, es ist schon 0 Uhr. Und der neue Tag. Hilfe. Geht zu schnell hier alles. Ich schaue auch gerade mal, irgendwo konnte man auch gucken, wie sehr die Tiere einen mögen. Genau, hier, U-Zapft, hat er sein Herzchen. Oh, Viking mag mich sehr. Mehr als Andorsia. Warum? Das ist seltsam. Andorsia habe ich doch am längsten und die mag mich am wenigsten. Das ist aber nicht schön. Aber vielleicht auch, weil ich die als Küken eben aufgezogen habe. Das heißt aber, Viking produziert die guten Eier, nicht Andorsia, sondern Viking ist der gute Eier. Er gibt. Oh, Haustiere, Epona. Hat auch er sein Herz, okay. Und ja, ich habe ihr noch kein Leckerli gegeben. Andorsia. Ja, sorry. Sorry. Warum produzierst du keine besseren Eier? Irgendwas hast du falsch gemacht. Oh. Ich habe mir da so viel Mühe gegeben, immer. Und Leckerlis. Wo kriegen wir Leckerlis her? Das muss ich googeln. Wo wir Leckerlis herbekommen. So. Bewohner kann man hier leider nicht schauen. Schade. Bei manchen Spielen konnte man nachschauen, wie sehr die Bewohner mögen. Aber hier wohl nicht. So, auch wieder kaum Geld verdient. So, es ist. Bald der letzte und der zweitletzte Frühlingstag ist jetzt. Das heißt, jetzt kommen vier Wichtel zum Gießen. Oder drei, okay, Aqua kommt nicht mehr. Hey, was macht ihr denn da? Achso, die gießen das, okay. Ich dachte gerade, die machen meine Rüben wieder klein, aber nein, die sind noch nicht fertig. Doch, du machst das voll prima. Kannst du mich das jetzt ernten lassen? Das wäre nicht. Ihr macht das alle super toll. So. Und ich würde euch ja auch was geben, aber ihr mögt das hier nicht. Oh, Gurken sind auch so ein paar fertig. Und hoffentlich werden die Rüben noch fertig.
die letzten, bevor der Sommer kommt. Da die aber schnell fertig. Warte, ich ernte noch die Gurken ab und können die da nochmal gießen. Aber ich glaube, das bringt jetzt auch nichts mehr. Bis morgen werden die Gurken auch nicht mehr fertig. So viele Rüben! Na. Achso, Kappa habe ich wieder vergessen. So. Andorsia, warum magst du mich nicht? Warum magst du mich nicht? So, Moment. Ihr dürft wieder raus. Jetzt haben sie gesehen, dass da noch was zu gießen ist. Schnell! Gießen! Das Unkraut, das kommt auch schnell wieder nach, habe ich das Gefühl. So, und wir haben ja jetzt einen guten Hammer. Das heißt, wir können theoretisch heute die Axt verbessern. Nein, warum hast du das aufgesammelt? Das wollte ich doch gar nicht aufsammeln. Leg das wieder hin. So. So, und du darfst auch wieder rausgehen. Essen. Ja, im Falle, dass ich jetzt genau überhaupt zu Sabara kann und das wieder abholen, weil es ist ja Sonntag. Okay, doch. Die arbeitet Sonntag. Finde ich sehr vorbildlich von dir. Sehr vorbildlich. Das heißt, ich würde die... Kann ich die Angel schon verbessern? Nein. Habe ich noch nicht oft genug benutzt, vermutlich. Aber dann verbessere ich doch mal die Axt. Wenn wir gerade ein bisschen Geld übrig haben. Oh. So, die Eier werfe ich noch kurz in die heiße Quelle, wie immer. Und dann säubere ich weiterhin das Feld. Das stört mich schon ein bisschen. Dann gibt es jetzt bestimmt kein blaues Gras mehr und ich kann meine Erntewichtel nicht mehr füttern. Hätten wir einen Geburtstag Sandra, glaube ich. Beziehungsweise Sascha. Ah, ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht kaputt machen, den Ast. Ich habe keine Axt. Geschlossen, hä?
Ist heute irgendein Event? Nee, Saibara hatte geöffnet. Weil hier läuft gar niemand rum. Einfach zur falschen Zeit am falschen Ort vermutlich. Hey, das ist ein Schrecksack. Wir haben schön viel Geld gekriegt heute. Haben wir fast 6.000. Also wir können ein paar Werkzeuge aufrüsten oder wir könnten auch mal das Haus ausbauen. Vielleicht mache ich das. Oder ich kaufe mir ein Schaf. Eigentlich möchte ich mehr Tiere haben. Ich glaube, ich kaufe mir ein Schaf. Aber wenn ich ein Schaf kaufe, dann brauche ich auch wieder gleichzeitig dieses Scherwerkzeug. Das bringt dann wieder mehr Probleme mit sich. Schon wieder Nacht. Ich glaube, diese Steine konnte ich schon auch zerschlagen jetzt, oder? Jawohl. Ich liebe alles. Tada. Schön. Aber die größten kann ich erst mit Stufe 5 kaputt machen. Ich glaube, ich sollte ins Bett, ja. Aus der Anzeige. Nimmt's mir schon übel wieder. Also, Steine und Holz können wir lagern. Brauchen wir später bestimmt für Renovierungsarbeiten, ne? So. $4.500 verdient. So sollte es jeden Tag laufen. So. Am ersten Sommertag ist das Frisbee-Fest, aber da braucht man einen Hund zum Teilnehmen. Jetzt steht bestimmt gleich Thomas vor der Tür und fragt uns, aber wir haben ja keinen Hund. Opuri Harris, okay, das geht noch eine Weile. Also heute hat Sandra Geburtstag. Ja, ich habe keinen. Woher bekomme ich denn Haustiere? Ich hätte ja gerne welche. Glückwunsch, du bist unser Sieger. Habe ich wieder was gewonnen. Wieder so einen komischen Sirup-Dings. Für wann? Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Rüben! Ist halt echt klasse, aber ich glaube, das bringt wirklich nichts mehr, hier zu gießen. Ja. Behalten wir aber eine für den Kappa mal noch. Eine Rübe. Haben wir Epona gestern gebürstet? Ich glaube, das haben wir vergessen.
Frisst die eigentlich das Gras? Das ist immer noch irgendwie ganz da. Passiert gar nichts damit. Ah, jetzt habe ich zwei große Eier. Aber da ich die eh in die Quelle werfe, ist es ja egal. Oh, die kann weg. Ja, das andere Zeug behalte ich mal noch. Kann ich einen Traum geben? Hast du ein Hühnchen? Mach die mit beim Frisbee-Turnier. Die letzten Blumen vom Frühjahr einsammeln. Ich glaube, im Sommer gibt es dann wieder andere Blümchen. Weißt du, dass deine Frau keine Blumen mag? Hier schon. Ah, halt. Look. Hey, Struggle Play. Hello, Butternut. Nice you're watching again. Hello. Long time no see. Yeah, now, how have you been? Yeah, we're good. We finished Final Fantasy. I got my Platin Trophy. Finally. And now we're playing Story of Seasons. If you know that. Die Frisbee-Scheiben fliegen. I know, I missed it. Yeah, you missed it. Abgeschlossen. Is this like Stardew Valley? Yes! This is like Stardew Valley. It's Harvest Moon, but better. It's from the former Harvest Moon creators. Ich muss aufhören, diese Frau anzulabern, wirklich. Geht eigentlich hier noch was im Weinkeller irgendwie? Geht da auch nichts mehr. So, eigentlich muss ich ja... I love Harvest Moon, yes! Me too! Me too! So, ich muss gucken,
Ja, mein. Irgendwas hatte ich doch noch. Kupferaxt, genau. Kupferaxt? Is this new? Yes, and yes and no. It's a new game, but it's a remake of an older game. For the Game Boy Advance, I think. So. Ha, wobei eigentlich brauchen wir die Kupferhacke, oder? Kann ich die nicht da lassen? Dann nimm mal die Sichel. Kann nicht verbessert werden. Okay, weil wir es noch nicht benutzt haben, eigentlich die Kupfersichel. Benutzen wir gar nicht. Ja, aber die Hacke brauche ich morgen, wenn wir neue Samen pflanzen. Die kann ich ihm nicht da lassen. Geht denn nicht? Oder. Wobei. Eigentlich kann ich sie ihm doch da lassen, weil morgen der Laden zu hat und wir keine Samen kaufen können. Ganz toll. Das heißt, ich gebe ihm doch meine Hacke. So. Und was machen wir mit dem restlichen Geld? Würde noch reichen für ein Schaf oder für einen Hausumbau? Was würdet ihr vorschlagen? Okay, ach so, jetzt haben wir Kappa. Ach, egal. Kriegt ihr Kappa halt nichts heute. Hausumbau, also gut. Dann sind wir aber jetzt auch zu spät. Dann gehe ich morgen. Und mach den Hausumbau. Was bringt dir Hausumbau? Ich glaube, wenn du ein größeres Haus hast, dann kannst du eben auch eine Küche reinbauen und dann hoffentlich irgendwann mal kochen. Und dann kannst du später auch ein größeres Bett bauen. Also du brauchst es auch, um heiraten zu können. Sonst hat deine Frau keinen Platz in deinem Bett. Und um ein Kind zu kriegen, dann so. Und so das, erst das Haus komplett renovieren. So viel haben wir jetzt gestiegen. Wir brauchen dann auch mal bald Silbererz, um die weiter aus zu aufzurüsten. Dann müssen wir noch irgendwann mal wieder in die Mine rein. Aber erst säubere ich mal das Feld. Vielleicht frisst meine Kuh immer hier unten. Oh, goldig Kuh. Wieso ist es denn schon wieder so dunkel? Aber dann muss ich aufpassen mit dem Gras, oder? Nicht, dass das mein ganzes Feld zuwuchert hier dann. Irgendwann. Ja. Schon fertig. Ich glaube auch wenn es langweilig ist, ich glaube, wir müssen mehr Sachen im Fernsehen gucken. Messe, genau. Habe ich mich nämlich gerade erinnert. Weil die lernen einem, glaube ich, Rezepte. Ei, Schneebesen gewürzelt. Muss ich mir das merken?
Und ich glaube. Okay, sie hat es gelernt. Und oh, was habe ich jetzt gemacht? Und ich glaube, da konnte man dann auch Sachen bestellen für dein ausgebautes Haus. Also da gerade so Bratpfannen und Messer und Gabel. Ich glaube, das musste man über den Fernseher, über den Shopping-Kanal dann irgendwie immer bestellen. So, ich habe leider nichts zum Gießen für euch. Okay, und das ist jetzt kaputt. Kriege ich das jetzt wieder raus? Kann ich das absichern oder muss ich das mit der Hacke? Okay. So. Geh lieber weg, bevor ich dich erwische. Ah, da kommt ein Gras raus. Dann muss ich die sicher doch irgendwann aufwerten. So. Finde ich jetzt nicht gut. Jetzt kann ich nichts Neues pflanzen. Aber vielleicht gibt es ja neue Sachen zum Einsammeln. So. Ja, es gab heute keine Arbeit. Rotes Gras. Können wir dem roten Lichter schenken? Na, Engel. Manchmal hänge ich fest und kann dann nicht weg. Also, Kuh. Ach, willst du schon nach draußen? Jetzt gibst du mir noch Milch. Habe ich keine Milch gekriegt, oder? Hä? Hä? Da, okay. Jetzt auf den Boden gestellt. Okay. Oh gut. Jetzt hänge ich in der Kuh. Das sollten sie vielleicht noch patchen ein bisschen, dass man nicht so oft festhängt an Menschen oder Tieren oder anderen Gegenständen. Raus mit euch. Also, Haus im Bau war hier unten, glaube ich. Wenn er schon offen hat, ja. Hat offen. Oder auch nicht. Er macht Pause. Also kein Haus im Bau. Leg dich aus, Samstag. Okay, 11 bis. Was weiß ich. Okay, dann kommen wir gleich nochmal. So, jetzt gibt es rotes Gras, wie es aussieht. Und grünes. Dann können wir uns mit zwei anderen Wichteln anfreunden. Hier, grünes Gras, was mache ich? Das will ich machen. Die Musik ist jetzt auch ein bisschen flotter als im Frühling. Und es sieht auch so aus, als hätte sich der Tagesablauf der Menschen hier geändert. Oh, hübsche pinke Blumen. Jetzt doch gleich knapp mit meinem Stauplatz hier. Okay, Hausbau. Ist hier noch was? Ne. Die Gräser. Na, kein Hausbau. Avantgarde, sündhaft, frei.
Oh Gott, keine Ahnung. Karte. Katzen und Ketten. Ich verachte doch nicht jegliche Konversation. Okay, tschüss. Ich wollte auch eigentlich nicht zu dir. Mein Depp. So, ich hätte gerne ein. Oder ein Hühnerstall. Ah, da brauche ich Holz und Steinblock. Für 8 Tiere. Nee, nee, ich mache erstmal das Haus. Da brauche ich aber auch. Ich brauche 150 Holz. Ich kann das noch gar nicht machen, weil ich mehr Holz brauche. Also, dann hat sich das auch schon wieder. Muss ich mehr Holz hacken? Tja. Und mein Werkzeug muss ich auch noch abholen. Alle zu. Hä, was ist hier los? Einmal ist hier überall abgeschlossen. Ach so, oh Mann, ich bin so dumm. Heute ist doch dieses Fest am Strand. Ich total vergessen. Mal schnell hier. Und da ist noch ein Gras. Und dann. Oh, reicht das noch? Eigentlich wollte ich noch schnell zu den Erntewichteln. Lauf! Ich glaube, ich muss vor 18 Uhr am Strand sein. So, oh, magst du noch bestimmt grünes Gras? Aber Freunde sind wir immer noch nicht. Okay. Dann komm du doch bitte wieder zum Gießen. Und wir haben gestern auch Sandras Geburtstag vergessen. Toll. Bin echt gut dabei heute. Voll vergessen, voll das Fest vergessen. So, hier sind sie alle. Kann man das auch in der Katze machen? Hätte so gerne Katze. Das ist Kai übrigens. Der ist jetzt da, weil es Sommer ist. Ich finde Haustiere auch niedlich. Warum bekomme ich keinen? Sind aber gar nicht viele Leute da. Auf geht's. Sehe ich das gar nicht? Okay, schade. Schade. Das war's? Hm. Ich hätte so gern ein Haustier. Wer verkauft denn Haustiere? Niemand. So. Was mache ich jetzt mit den ganzen Gräsern? Behalte ich die? Tschüss. Danke fürs Nichtstun. So, ich lager mal die Blumen, wenn es jetzt neue gibt.
Und das Zeug, ja, und ich glaube, die Krise. Ach, guck mal. Das ist meine Farbe. Die Krise, die behalte ich mal in meine Tasche und gebe sie dann immer den Wichteln. So. Okay, es ist Mittwoch, dann kann ich meine Axt noch holen. Morgen hat Popori Geburtstag. Die mag pinke Sachen, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht mag sie die pinken Blumen dann ganz gerne. Ich habe keine Hacke. Wann macht der Laden auf? Auch er ist bestimmt um 10 oder so. Die haben echt blöde Öffnungszeiten. Wieso ist hier schon wieder so viel Müll auf meinem Feld? Meine lieben Hühnchen, so. Also auf ein neues. Ich habe das Gefühl, ich mache immer dasselbe. Oh nein, der Doktor. Klassische Rollenverteilung. Vater, Arzt, Mutter, Krankenschwester. Uncool. Wieso kriege ich so viele Events mit dem? Ich mag den nicht. Also ich meine, er ist okay, aber ich will ihn jetzt nicht wirklich heiraten. Oh, Trauben. Hat's, oh Gott. Er hat zu viele Sachen zum Einsammeln. Viel zu viele Sachen. Jennifer, wo warst du? Bleib stehen. Magst du auch? Oh Gott. Renn doch nicht vor mir weg. Magst du auch pinke Blümchen? Ja, okay. Also, Antigöttin mag auch alle Blumen, wie es aussieht. Wir müssen unsere Hacke abholen. Ja, es gibt auch noch blaues Gras, schön. Hacke abholen und Samen kaufen, ganz wichtig. Sind wir hier bei Super Mario? So, und jetzt, ich glaube, ich habe schon alles aufgehört, was ging, oder?
Ja, jetzt brauchen wir andere Erze. Brausepulver, hallo, schön, dass du zuschaust. Ein neues Gesicht, das ist immer schön. Hallo, willkommen auf meinem Stream. So, ja, also aufwerten können wir erstmal nichts mehr. Aber wir können ja so ein Share-Ding kaufen für später vielleicht. Genau, eine Wollschere, falls wir uns mal ein Schaf anschaffen. Jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, das können wir ja auch, aber da wird das Geld dann wieder knapp. Danke, bitte, bitte. Herzlich willkommen bei uns. So. Oh nee, ich rede nicht mit dir. Ich mag die echt nicht. Oh, guck mal, es sind die Trauben reif, die Weintrauben. Mann, mit an kriege ich irgendwie auch nie ein Event. Hä? Das finde ich auch blöd. War immer mein Liebling früher. Futtern ist mein Leben. Was ich schon nicht mache. Tja, so ein Kätzchen hätte ich gerne. Warum kann ich nicht auch ein Haustier haben? Wo gibt es Haustiere zu kaufen? Oh, da ist ein rotes Gras. Ach, hier bist du, okay. Ah, dann läuft die immer hier quer durch die Wiese durch, oder wie? Nee, die bleibt hier. Okay. Ich dachte, das ist ihre Abkürzung. Aber die bleibt hier. Den haben wir auch noch nicht. Und ich auch nicht. Sorry, dass ich gestern deinen Geburtstag vergessen habe. Beziehungsweise vorgestern. Cliff, waren wir auch schon nicht mal so pinke Blumen, Cliff? Ja, okay. Immerhin bedankt er sich. Können wir nochmal beichten gehen? Sage nur Hallo. Ich will nicht mehr beichten gehen. Der ist immer so gemein. So, also, jetzt haben wir doch für jeden von euch ein Gras. Hilfst du mir dafür beim Gießen? Ja! Kirsche kann jetzt auch helfen. Sehr schön. Jetzt könnten mir theoretisch alle beim Gießen helfen. Also vielleicht Pflaume. Ne, Pflaume ist noch nicht unser Freund. Die Pflaume. Aber ansonsten mögen uns jetzt alle Erntewichtel. Das ist doch schön. Abgeschlossen. So, also Samen. Ich brauche einmal sommerliche Samen. Tomaten. Mais. Ich glaube, Mais gab viel Geld, wenn ich es richtig weiß. Die kosten aber auch am meisten. Am meisten. Ah. Dann kaufen wir mal fünf. Und vielleicht noch zwei Tomaten. Und einmal Zwiebel. Nee, bei mir. Ich habe ja Gießhelfer. Eigentlich kann ich ja zuhauen. Ha. Bin schon witzig heute, hä? So, okay. Schön, wieder Geld verbraucht. Hallo. Karin hatte ich auch noch kein Event. So. Damit sind meine Blümchen auch schon wieder verbraucht.